So, hallo YouTube. Ja, was gibt's Neues nach Schafheim? Das heißt nach der Metabörse Schafheim, aber wenn man das Wort oder die Stadt Schafheim hört, dann denken wir alle an nichts anderes als an die Metabörse. Ja, was gibt's Neues? Ja, wie man sieht, jede Menge und herzlich wenig Messer hier auf dem Tisch zu sehen. Zuerst mal. Ja, es gab natürlich nicht nur materielle Sachen, sondern es gab auch wieder sehr viele Eindrücke und viele Gespräche, eigentlich fast mehr Gespräche, als dass man sich hier unten in der Halle umgeschaut hat. Ich sage jetzt unten, weil halt oben die Cafeteria ist, wo man sich auch mal zusammensetzen kann und auch mal ein paar private Sachen auspacken kann. Ja. Ich habe wieder sehr viele Leute getroffen. Leute, wo man ja fast jedes Jahr sieht oder auch eben in Altenbusig auch immer sieht, wo man schon oft getroffen hat. Dann gab es auch ein paar, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die zum ersten Mal getroffen, war als allererstes mal der Arthur Brehm. Von dem gibt es auch schon 1 bis 2 Videos auf YouTube jetzt von der Metabörse Schafheim und den David von Korncraft Knives. Ja, den habe ich glaube ich auch zum ersten Mal getroffen. Der hat auch schon ein Video online, also das ging gestern alles relativ schnell. Aber da kommen mit Sicherheit noch welche nach jetzt die nächsten Tage von Leuten, die halt ein bisschen länger brauchen mit dem Schneiden und so. Ja, was gibt's Neues? Also als allererstes mal hier ein bayerisches Brotzeitmesser. Swiss made und gekauft in Hessen. Ja. Da habe ich mir letztes Jahr schon eins mitgenommen mit orangen Griff. Und diesmal hat es hier nur diese gegeben. Das ist immer ein guter Kauf. Da freut sich auch meine Frau. Wenn ich nach Hause komme, dann haben wir wieder mal ein scharfes Messer zum Brotzeit machen. Weil die sind ja sehr scharf, aber so nach einem Jahr in Gebrauch, dann lässt es auch mal irgendwann nach. Ja, was gab es noch Neues? Ja, von meinen zwei besten Messer-Buddies, die ich habe, gab es auch ein paar Geschenke. Das hat sich jetzt so irgendwie eingespielt oder hat schon ein bisschen Tradition anscheinend, dass wir uns gegenseitig immer ein paar Sachen mitbringen, ein paar Geschenke machen. Hier einmal stellvertretend für ein Sixpack, ein Zwickel und dazu gab es noch ein Schwarzwälder Speck, der hier gar nicht so richtig auf den Bildschirm passen will. Ja, habe mich wieder richtig gefreut. Außerdem gab es noch zwei richtig nützliche Sachen. Zuerst mal hier dieses Abtileder mit zwei verschiedenen Körnungen. Und, wo ich mich auch drüber gefreut habe, das sind so Sachen, die wird man sich wahrscheinlich nie kaufen. Das ist auch immer so wie bei den Giveaway-Geschenken, so, da sind oft Sachen dabei, die hat man gar nicht auf dem Schirm oder man wird es sich nicht kaufen. Und trotzdem freut man sich, wenn man sowas bekommt, weil es halt einfach nützlich ist. Wenn man unterwegs, zum Beispiel beim Kochen ist, so beim Camping oder im Urlaub irgendwo, dann wird sich das Messer mit Sicherheit bewähren in diesem Jahr. Bin schon sehr gespannt drauf. Ist groß, ist nützlich, ist von der Verarbeitung natürlich nicht so, wie man es von so einem 400-Euro-Messer gewohnt ist. Aber das hat wirklich Charme hier mit dem Holz hier. Und halt einfach eine Klinge, wo für andere Sachen gemacht ist als für EDC. Ja, was es jetzt da so noch Neues gab, ist hier dieses Messerchen hier. Ich hatte ein bisschen Bargeld dabei und ja, wollte das halt einfach loswerden. Habe mich ein bisschen umgeschaut und da gab es ein paar Stände, wo man immer so abklappert, auch so die deutschen Messermacher. Da war aber diesmal nichts in meiner Preisklasse dabei. Das heißt, ja, ich sag mal, die waren alle oberhalb von 500 Euro. Und dann habe ich aber das hier oder zumindest irgendein anderes von Liang Ma schon so im Hinterkopf gehabt. Und ich weiß, dass da mir fast alle gefallen von Liang Ma. Also nicht alle, aber fast.
Und ja, bei Messenter war dann dieses hier gelegen. Das habe ich gleich am Anfang gesehen. Kann es natürlich nicht gleich am Anfang kaufen, weil wenn das Geld weg ist, ist es weg und dann findet man später noch was anderes. Da habe ich auch nochmal nachgefragt beim Messenter, ob er das nur ein einziges Mal da hat. Aber dann hat er mir gesagt, nein, er hat genau zwei. Dann ist man schon ein bisschen beruhigter. Da kann man noch mal eine Stunde warten. Ja, und dann kurz vor Schluss, irgendwann Nachmittag, habe ich es dann gekauft. Da gab es dann das Ausstellungsstück, da war das Mikada ein bisschen dunkler schon, aber das ist einfach nur, weil es eben abgegriffen war. Und das hier ist jetzt ein neues. Aber seit gestern ist es an manchen Stellen eben auch schon dunkler geworden. Das Mikada kennt ihr ja. Ja. Das ist ein Liyongma Design Lanny, also Lanny. Ist ein besonderes Modell, wegen den Mikada-Griffschalen. Gab es auch irgendwann mal mit grün Mikada, ist ausverkauft, gibt es nicht mehr. Der hat es noch mit Kohlefaser und eben hier mit dem roten Mikada. Das Besondere an dem Messer ist, erstens mal, diese Ausführung hier gab es weltweit nur 53 Stück. Von dem mit Kohlefaser ca. 80. Und von dem grünen Mikada noch ein bisschen weniger als 50. Hab die Zahlen nichts mehr genau im Kopf. Ja, aber hier von eben. Und da kommen auch 2018 wieder neue raus, aber halt immer mit anderen Griffmaterialien. Mit Maple Carbon, soweit ich in Erinnerung habe, und auch eins mit einer Titan-Einlage. Ja, was an dem noch besonders ist. Das gibt es nicht so oft bei Liyongma oder bei jetzt eben von, ist es eben von Reade hergestellt. Hier dieser Holzschliff, der wurde per Hand angebracht. Ja, viele andere sind Maschinenschliff und diese Holzschliffe gibt es auch an dem VX-Modell. Ist ein Handschliff und drum kostet es halt auch ein paar Euro mehr wahrscheinlich. Ja, das werde ich natürlich dann irgendwann nochmal genauer zeichnen. Und ja, das war's. Ja, was es eben Materielles gab, ansonsten wieder viel interessante Gespräche natürlich. Bestes Wetter, das wisst ihr ja alle, auch die, die nicht dort waren. Gestern war anscheinend überall bestes Wetter. Obwohl wir gar nicht so viel draußen waren, hätte sich zwar angeboten, aber wir waren doch mehr in der Halle, die Leute. Und ja, oben in der Cafeteria ist also echt Wahnsinn. Wenn da solche Taschen ausgepackt werden, wie man auch in dem Video gestern gesehen hat, da kommen einfach mal so drei, vier, fünf Anthos Customs hintereinander auf den Tisch und mehrere Rockstead von allen Seiten, rechts und links gegenüber sitzen Leute, wo solche Sachen auspacken. Ja, oder am Kofferraum vom Philipp zum Beispiel, der orangene Koffer, den ihr da gesehen habt, egal welches Messer man rauszieht. Aus dem Koffer fast jedes so ein Highlight, also unglaublich. Ist eigentlich, müsste man eigentlich alles mal sich genauer anschauen, aber das war halt einfach ein paar Sekunden Videoschnipsel einfach nur. Ja. Ja, Schafheim ist schon, heuer war es noch ein bisschen kleiner als Altenbusek, muss man sagen. Da hat ein Gang gefehlt, wenn ich mich richtig erinnern kann. Das sieht man vielleicht auch in dem Video. Und ja, es gibt halt einfach Zeiten, so vormittags bis mittags, vielleicht um eins. Da ist richtig viel los. Da gibt es also Stände, wie zum Beispiel bei Böger oder auch bei Sardols und verschiedene andere. Da kommt man nicht durchgehend fast nicht dran. So eng stehen da die Leute. Ist natürlich auch dann beim Filmen schlecht. Habt ihr vielleicht auch gesehen, dass ich bei Böger gar nicht gefilmt habe? Ich weiß nicht, ob ich bei Sardols gefilmt habe. Höchstens mal packt die Kamera später nochmal aus. Das hat man vielleicht im Video auch gesehen, wenn es dann mal Nachmittag wird, so 3 Uhr, 4 Uhr, dann ist richtig Platz. Dann fehlen vielleicht schon ein paar Messer auf dem Tisch, aber da geht es dann ganz schnell zu Ende. Also zumindest war es gestern so. Ja. Ja, jetzt fällt mir nicht mehr ein. Ich wollte es einfach nur noch mal ein bisschen die Eindrücke von gestern schildern. Und freue mich auf jeden Fall schon wieder, dass ich, nächstes Jahr bin ich wieder dabei und Altenbusek bin ich natürlich auch wieder dabei. Das sind immer wieder Highlights und eben immer mehr
eben nicht nur die Messer, die dort liegen und dass man sich was kauft, sondern eben auch die ganzen Leute, wo man immer mehr von den Leuten kennt und mit denen auch gute Gespräche hat. Also wirklich Leute, ganz unterschiedliche Leute. Viele erkennt man natürlich einfach aus Videos wie den Arthur Brehm oder andere YouTuber. Und da gibt es andere YouTuber eventuell, wo man vom Sehen her nicht kennt, so ähnlich wie ich zum Beispiel, wo eigentlich mich selten zeige. Und auch ganz viele, die einfach nur Abonnenten sind, die einen irgendwann mal angesprochen haben, aber die trotzdem auch jedes Jahr dort sind und die kennt man einfach wieder vom Sehen so und hat mit denen auch lange Gespräche und die haben dann auch richtig coole Messer dabei, zum Beispiel, machen aber keine Videos und sind vielleicht nicht mehr bei Instagram. Also da gibt es ja auch ganz viele, das dürft ihr nicht vergessen, richtig verrückte Leute, also wo wirklich teure und viele Messer haben und die bekommt ihr aber nie zu sehen, weil die einfach das so für sich behalten anscheinend. Ja, okay. Ja, das war's. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.